Hi Leute, willkommen zu diesem Video. Wenn ihr dieses Video anseht, fragt ihr euch bestimmt, wie Salzsäge funktionieren. Des Weiteren wollen wir klären, für was Salzsäge gebraucht werden. Viel Spaß! Als erstes muss man wissen, dass Flaschenzüge Geräte sind, mit denen man mit wenig Kraftaufwand schwere Lasten hochheben und bewegen kann. Flaschenzüge kann man überall finden. Sie sind an Kränen verbaut, aber auch auf Bauernhöfen zu finden, um schwere Lasten zu transportieren. Auch braucht man sie in Häfen bei der Schiffsbeladung. Man kann also sagen, dass Flaschenzüge ein wichtiger Bestandteil für Bau- oder Beladungsmaßnahmen sind. Hätte man nämlich keine Flaschenzüge, wäre das Bauen viel umständlicher. Ohne den Flaschenzug würde es zum Beispiel keine Hochhäuser geben und ein Häuserbau würde sehr viel mehr Zeit und Geld verschlingen. Somit kann man beim Flaschenzug von einer der wichtigsten Erfindungen der Menschheit sprechen. Wir haben dazu für euch einen Versuch aufgebaut. Dafür braucht ihr 3 Rollen, Holz, Schrauben, 3 Metallstangen, Schnur und 2 Gewichte. Diese sollten das Gewicht 150 und 100 Gramm haben. Hier könnt ihr sehen, wie ein Seilzug zusammengebaut wird. Nachdem man das 100 Gramm und das 150 Gramm Gewicht an jeweils einem Ende der Schnur befestigt hat, kann man erkennen, dass die 100 Gramm die 150 Gramm in die Luft heben. Nun stellt sich die Frage, warum das leichtere 100 Gramm Gewicht das schwerere 150 Gramm Gewicht anheben kann. Am Anfang des Seils, an dem das 100 Gramm Gewicht hängt, wirken in diesem Moment eine Kraft von 1 Newton. Am anderen Ende hängt das 150 Gramm Gewicht. Normalerweise müsste also das 100 Gramm Gewicht in die Luft gehoben werden. Da die losen Rollen aber die Kraft des 100 Gramm Gewichts verdoppeln, wird das 150 Gramm Gewicht nach oben gehoben.